Kowalski ist jetzt ein Teil von PD Square und hat dieses Jahr auch drei neue Lampen mitgebracht, angefangen mit der Nano. Hallo, ja, ich möchte kurz die Nano vorstellen. Die kleinste von Kowalski hat es ganz schön in sich, und zwar hat das gute Stück knapp 600 Lumen, wird betrieben mit einem Lithium-Ionen-Akku 700 mAh, kann aber auch wahlweise mit einer Standard-AA-Batterie betrieben werden. Hat eine Leuchtleistung bei den 600 Lumen von knapp 1,5 Stunden. Und sehr schön ist es, dass man sie andrehen kann. Das ist gerade für den Tauchbereich super interessant. Man kann sie nämlich mit einer optionalen Maskenhalterung am Maskenband befestigen, stellt es entsprechend ein und hat dann mit zunehmendem Druck ein automatisches Einschalten der Lampe. Das ist durchaus ein nettes Feature. Weitere Möglichkeiten zur Befestigung kann man zum Beispiel diese Halterung nehmen, um sie an einem Fahrradlenker zu befestigen. Ich kann sie auch weiterhin zusätzlich noch an einem Handgelenk befestigen über diese Handgelenkhalterung. Neben der Nano gibt es dann auch noch die Pico mit vielen Features. Jawohl, die Pico, früher mal so eine kleine Backup-Lampe, ist jetzt richtig aus sich rausgekommen. Die Pico ist eine Lampe mit 900 Lumen, hat eine Leuchtzeit von bis zu 3 Stunden unter maximaler Belastung. Mit dabei ist ein zweiter Kopf. Momentan ist hier der Fluter installiert. Mit wenig Aufwand, einfach Kopf abschrauben, kann ich den Spotter anschrauben. Ich zeige das einmal ganz schnell. Und was auch nett ist, man kann die Lichttemperatur verändern, indem man die LEDs austauscht. Auch das ist ganz leicht, einfach auszutauschen, einfach nur abschrauben. So, und schon ist der andere Kopf aufgesetzt. Und leuchtet sogar, funktioniert. So, das nächste Feature, was es dazu gibt, ist, wir haben hier einmal den Akku. Falls der Akku dann das Zeitliche gesegnet hat und die Leistung nicht mehr erbracht wird, kann man einfach über einen Adapter handelsübliche Batterien da einsetzen und auch da die Lampe mit betreiben. Weiterhin kann man den Lampenkörper mit verschiedenfarbigen Gummiringen personalisieren. Ich habe wieder eine Halterung, die sehr interessant ist, zum Beispiel für Mountainbike-Fahrer und andere Fahrradfahrer. Ich kann sie am Lenker montieren oder vielleicht auch die Einstiegsstelle am Tauchplatz damit adäquat ausleuchten. Und was sehr schön ist, man kann die Lampe auch mittels dieser Armhalterung wunderbar positionieren. Nicht wie bei dem Standard Goodman-Handle, und die Hand ist einfach in Gebrauch. Ich kann die Hand frei bedienen und habe die Lampe am Arm. So, Alexa, und ich zeige dir die Lampe jetzt einmal in Funktion. Also, ich zeige nochmal die Leuchtmodi. Das erste Mal an, wenig Licht, etwas mehr Licht, noch etwas mehr Licht, Maximum an Licht. Wenn ich jetzt nochmal drauf drücke, springt sie wieder in den ersten Lichtmodus. Nicht, dass ich schlagartig ohne Beleuchtung sitze. Halte ich den Knopf 2 Sekunden gedrückt, springt sie in den Stroboskop-Modus oder in den SOS-Modus. Um da wieder rauszukommen, wieder 2 Sekunden den Knopf gedrückt halten, Standard-Lichtmodus, einmal durch alle Lichtstufen durchschalten und die Lampe ist wieder aus. Die dritte im Bunde ist die Mini. Jawohl, die Mini. Die Mini ist nicht wirklich Mini. Die Mini macht nämlich richtig Licht. Die Mini schafft laut Liste 1800 Lumen. Das ist schon wirklich richtig Druck. Hat eine Betriebsdauer von 1,7 Stunden unter Maximum. Und wenn ich auf die mittlere Leistung zurückgehe, sind wir schon bei 5 Stunden. Integriert ist ein Fluter und ein Spot, kann ich durch Drehen erreichen. Wir machen da einfach mal einen Test. Pass auf, dass du nicht vom Stuhl fällst. Ja? Wir machen wieder an. Wir starten mit wenig Licht. Die nächste Steigerung schon hell. Noch viel heller, am allerhellsten. Ja? Und dann kann man den Spot auch wunderbar runterregulieren. Jetzt ein ganz nettes Feature. Ich kann den Knopf für 2 Sekunden gedrückt lassen und habe ultraviolettes Licht. Oder ich halte den wieder gedrückt und komme auch dann in den SOS-Modus. Ja, genau, da haben wir den Stroboskop und den SOS-Modus. Durch 2 Sekunden wieder verlassen, in den Lichtmodus, einmal im Kreis geschaltet.
ja, dann ist sie aus. Hier habe ich noch ein nettes Feature. Ich kann hier am Ende zum Beispiel ein Scheibendorn einsetzen, damit ihn auch Einsatzkräfte, Polizei, THW, Feuerwehr verwenden können, um verletzte Personen aus PKWs abzubergen. Ja, diese Stablampe kann ich mit wenigen Handgriffen auch in ein Tanksystem umbauen. Dafür trenne ich einfach einmal die Taschenlampe in zwei Teile und setze dann auf der einen Seite das Teil der Extension an, auf der anderen Seite, und schon habe ich ein praktikables Tanksystem, das ich wiederum mit der Handgelenkshalterung wunderbar benutzen kann. Ja, auch da alle Lichtstufen funktionieren. Ja, die Lampe ist einsatzbereit.